Is that you ready? Nein! Wo ist David? Der ist schon matschig! Einen habe ich noch! Ah! Da war richtig Dampf hinter! Okay Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute, ich bin außer Atem, in der Nähe von Monaco. Wir fahren heute nach Nizza und treffen uns mit ein paar Franzosen. Wer die Dezember-Videos aus Nizza kennt, der weiß, dass da letztes Mal richtig die Post abging. Wir sind an der Strandpromenade lang gefahren und es war einfach nur eskalativ. Ja, eigentlich warten wir gerade auf die anderen, aber wir machen uns gerade ein bisschen Sorgen. So Mädels, weiter geht die Fahrt, wir sind jetzt wieder vollständig und können jetzt gemeinsam den Weg nach Nizza antreten. Da haben wir da seinen Blinker noch an. Ich bin ein bisschen erkältet, falls hier Voice Cracks droppen sollten. Nicht wundern. Hey, dein Blinker! Ah, Gott, hier liegt eine Red Bull-Dose. Die ist jetzt platt, bitte. Oh, jetzt will ich will zusehen, wie sie... Ah! So Mädels, und jetzt fahren wir hier gerade wirklich Richtung Nizza. Und jetzt kommt eine so geile Straße entlang an der, ja, Küste, kann man das so sagen? Genau die Straße hier meine ich. Und die geht jetzt noch ein bisschen länger. Und am allerletzten Tag, als ich im Dezember mit David hier war, da hatte ich wirklich, also wir wollten am nächsten Morgen zurück nach Deutschland fahren. Auf den letzten 3-4 Kilometern, also von hier bis zurück zum Airbnb und zum Van, hatte ich plötzlich vorne einen Platten. Ich bin dann mit Plattenreifen von hier bis zum Transporter gefahren. Keine schöne Angelegenheit. Wir konnten echt nur so unfassbar langsam fahren. Es war so anstrengend. Und genau hier stand ich, als ich den Platten hatte. Genau hier links. Vielleicht erinnert ihr euch. Da hat der Motoblock aufgehört. So, warten wir mal hier ganz kurz auf die anderen. Das ist es schon. Wuhu. Okay, wir enjoyen ein bisschen die View hier. Okay, alles klar. Ah, Jungs, geil. Hallo. Mega. Hä, hier sind ja noch mehr Yachten. Ich würde mir, glaube ich, auf meiner Yacht so ein riesen Laufband installieren lassen, wo ich dann mit der Supermoto drauf Wheelies machen kann. Ohne Scheiß, ich würde dir das zutrauen. Ja. Wir fahren weiter. So Jungs, wir sind in Nizza. Ihr könnt hier unten die Stadt sehen. Nizza sieht irgendwie voll strange aus, weil es überall dieselben Häuser sind und alles so dicht aneinander. Und wir fahren jetzt, glaube ich, zu den anderen, die sich gerade in einem Stuntspot befinden. Ich freue mich, die Jungs wieder zu sehen. So geil in der Supermoto-Szene, wenn man schon echt lange dabei ist, dann connectet man sich nicht nur innerhalb von Deutschland mit Supermoto-Fahrern, sondern auch hier irgendwie mit Franzosen, mit Italienern. Das ist halt irgendwie, finde ich, das Geile daran. Das ist unfassbar. Diese Supermoto-Community ist so geil. Wie oft war ich schon Leute in Italien besuchen? Oder halt einfach wie jetzt, einfach die Franzosen. David, du kleiner Poser. Das ist seine Mission. Ah, er sagt, er soll das Fenster hochmachen. Oh, war das laut. Also Davids Kettenspannung, Junge, die ist so krank am Schlagen. Ah. My friend, brother from another mother. Hi, man. Okay, Jungs, alle machen sich bereit. Alle machen sich bereit. Jetzt wird's krank. Seid ihr hyped, Jungs? Seid ihr hyped? Ich bin sowas von hyped. Es wird krank werden. Er fährt auch einfach ohne Kennzeichen. Also,
Jedes Land außer Deutschland ist einfach anders drauf. Schaut es euch an. Es sind so viele Bikes. WTF. Junge, was passiert hier? Es geht schon wieder los. Komplette Eskalation. Schaut es euch an. Junge, Junge, Junge. Er fühlt's auch. Ganzer Radkasten voll mit Gummi. Ach, manche müssen wahrscheinlich tanken. Wir müssen auch tanken. Deshalb tanken wir jetzt auch. Wo ist denn der Rest vom Fest hier? Ach da. So Jungs, an der Stelle will ich euch nochmal dieses unfassbar schöne T-Shirt zeigen. Es ist derselbe Print wie bei dem Hoodie mit der XC450 drauf. Jetzt passend für den Sommer. Wir haben hier 20 Grad in Frankreich, schon das perfekte Wetter fürs T-Shirt. Deutschland kommt bald und zieht nach. Ja, limitiert wird es das geben. Die Ruhe vor dem Sturm. Oh. Kurz David über den Fuß gefahren. Bist du bereit für den Whiteout? Ich bin sowas von bereit. Jetzt sind alle vollgetankt und bereit für das eskalative Rideout. Alle ohne Kennzeichen. Okay, er filmt gerade einfach, während er Wheelie macht. Alles klar. Junge. Crazy, man. So, und jetzt sind wir hier wieder am Stuntspot mit allen und da sind noch mehr. Junge, was passiert hier schon wieder? Ich hätte nicht erwartet, dass sowas heute am Start ist, dass so viele Leute kommen, dass wir so eskalieren. Krank, oder? Okay, Jungs, wir fahren jetzt zur Tankstelle, weil es so ein bisschen regnet und wir alle nicht nass werden wollen. Oh Mann, Alter, was ein verrückter Tag. Das ist die Tanke, an die wir uns jetzt stellen. Hey, können Sie was zu trinken? Prost! Erstmal eine Spezi. Oh, obwohl wir dafür jetzt die ganze Tankstelle blockieren hier. So, der Kollege muss noch seinen Flug erwischen. Wir haben jetzt gewartet, bis es aufgehört hat zu regnen. Diesel! Oh mein Gott, und es eskaliert direkt schon wieder. Oh mein Gott. Komm, jetzt hauen wir mal einen richtig langsamen Wheelie raus. So langsam, wie es nur geht. Okay, sind wir bereit? Ich hab mich auch gerade fast gemault. Echt? Ja, ja. Guck mal, mein Acra! Oh. Das ist ein Spiel.
War das schon so? Nee, nee, das ist gerade passiert. Oh nein. Das, weil der Kennzeichenhalter fehlt. Der Accra ist dead. Bad Cop? Bad Cop. Bad Cop? Bad Cop. Nice Cop, Bad Cop. What? Bad Cop. Bad Cop. Bad Cop. Oh, 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 oh. Okay, Jungs, wir haben gerade wirklich den Accra etwas hops genommen. Scheiße, Mann. Aber es geht noch. Schlimm hätte ich es gefunden, wenn hier wirklich alles weggeschliffen wäre, aber es ist halb so wild. Warum ist das passiert? Ja, wir sind übergekippt und eigentlich ist der Kennzeichenhalter hier drunter, dann ist das Heck ein bisschen steifer und kann nicht umklappen. Jetzt ist es umgeklappt und ja, man sieht es hier auch ein bisschen am Dekor, aber also ist halb so schlimm. Gut, das mit dem Accra ist ärgerlich, aber ist halt so. Komm, wir schauen ihm nochmal zu. Oh ja, jetzt hat er es raus. Ja, Mann! Upsala. Wir fahren gerade unser Moped ein bisschen kalt. Wir hatten gerade 120 Grad Öl. Der Kühler hat schon ein bisschen gequalmt, weil das Wasser verdampft. Und wir haben es gerade nochmal auf die Nase gelegt. Das gehört dazu. Das ist immer so die Sache mit Reifen zu driften, die nagelneu sind. Also das heißt nagelneu. Keine Ahnung, ich habe den jetzt ein paar Wochen drauf. Ist halt kein Altreifen. Der ist von diesem Jahr. Und das Gummi hat so unfassbar viel Grip halt. Die meisten driften entweder mit richtig viel Reifendruck oder mit dem Altreifen. Und dann sind Highsider, so wie gerade, eigentlich fast unmöglich, weil die nicht so viel Grip entwickeln können. Und sobald dieser Reifen warm ist, manchmal packt der einfach und dann schleudert sich auf die andere Seite. So viel dazu. Aber 68 Grad Wasser gerade, also ist okay. So, ich wollte eigentlich nur mal gerade gucken, irgendwas passiert ist, aber das ist halt das Geile an den Handguards. Die fangen in der Regel alles ab. Und auch heute wieder. Und sonst geht halt nie was kaputt. Ja, außer hier. Ja, gleich zwei Fails an einem Tag. Aber das passiert, wenn man neue Sachen ausprobiert. Ich habe dann immer so Bock zu fahren, obwohl meine Arme zu machen, das ist gefährlich, weil irgendwann hat man nicht mehr so diese Kraft, auf einmal schnell die Bremse zu packen, die Kupplung zu ziehen. Ja. Ich lege hier vor uns mit diesem Ding, was aus dem Rucksack guckt, fährt voraus und kennt den Weg. Sie feiern die Bikes. So, Jungs. Wir nehmen uns noch mal eine Sekunde, denn und ich möchte euch noch mal das T-Shirt zeigen. Das XC Reborn T-Shirt. Passend zum Hoodie, selber Print, limitiert. Und jetzt ist es hier so windig. Aber es ist halt, ja, die XC, ihr kennt sie.